Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video hier beim InVertMaster. Leute, ich bin, oh, Spitzvieh-Nachbar Sumpi. Darf man das überhaupt so sagen? Leute, es gibt neue News von F1 22. Wie ihr wisst, jetzt am Wochenende fährt die echte Formel 1 in Miami zum allerersten Mal. Und ja, EA, Codemasters, wie auch immer, hat dazu einen Trailer quasi veröffentlicht. Und darauf werden wir doch einfach mal reagieren. Let's go. Ah, die Schiffe geht so. Von der Grafik, glaube ich. Bam, bam, bala, bam, bala, bam, bam. Das war klar. Sieht schon ein bisschen cinematic aus hier. Dann so ein bisschen. Oh, die Kamera sieht schon mal geil. Bam, bam, bam. Die Lackierungen sehen ja absolut geil aus. Oh, die Autos. Ey Leute, geil. Ich habe vorhin irgendwas davon gelesen, dass sie mit einem Graffiti-Künstler zusammenarbeiten, wegen den ganzen Designs und so weiter. Also ich bin echt mega, mega gespannt. Also langsam bekomme ich Bock, ne? Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht zu gehypt bin, sag ich jetzt einfach mal, ne? Also es ist, ich bin gespannt, Leute. Es ist nicht mehr lang hin. Ja, ich habe es vorbestellt. Ja, ich werde das auf jeden Fall auf diesem Kanal öfters bringen. Also auf YouTube logischerweise. Und jeden Tag auf Twitch TV InVertMaster. Wir werden Mighty machen. Wir werden F1 Live machen. Wir werden Koop machen, oder Jens? Machen wir Koop? Was? Oder vielleicht mit wem anders machen, weiß es nicht. Wir werden Open Lobbies machen. Wir werden alles machen. Also das ist bestimmt 4-5 Wochen Stück. Jeden Tag durchballern. Ich habe mir auf Arbeit schon mal eingetragen. Ich möchte den Dienstag, an dem Tag, wo es rauskommt, Frühschicht haben. Und den Mittwoch frei. Damit wir dann schön gleich die erste Nacht durchballern können. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Kommentiert auch gerne mal das Video. Gefällt euch das, was ihr jetzt gesehen habt? So die ersten Ingame-Szenen so ein bisschen. Also, ne, Ingame in Anführungszeichen. Aber sagt ihr geil oder nicht geil? Ich meine, ich bin schon fasziniert, dass Miami schon direkt mit drin ist. Ja, es ist nur eine Strecke und nicht gleich zwei, drei, aber ich meine, denen ist ja alles zuzutrauen gewesen, ne? Also von dem her, ich bin gespannt, was kommt. Und wir werden auch wieder eine eigene 100%, ich sage jetzt mal vorsichtig, Fun-Liga machen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, bleibt gespannt auf diesem Kanal. Jeden Sonntag werden wir auf jeden Fall 100% mit volles Quali machen. Jeder kann da mitfahren. Und anfangs natürlich nur auf PC. Ob wir den Crossplay zulassen, müssen wir mal gucken, wie gut das läuft. Aber wir gehen auf jeden Fall rein. Vielen Dank und bis dahin, euer InVertMaster.